Hallo und herzlich willkommen an den Monitoren da draußen. Beim letzten Mal hatte ich ein Level abgeschlossen und jetzt muss ich meine Stufe erhöhen. Und das kann ich hier in einem lustigen... Wie viele Punkte habe ich denn? 2. Also, tja, Geschicklichkeit, weil ich bin ja Jäger. Und Angriff, weil Angriff nie stören kann. So, also, fertig gelevelt. So, Wellbury hatte ich meines Erachtens schon. Jetzt ist die Frage, ob es da noch weitergeht. Geht es da noch weiter? Ich kann die Stadt auf jeden Fall betreten, das mache ich aber. Wenn sie nicht gerade Grimrock-Schädel malträtieren, stellt die Kukuri-Schamanin Rockshaw. Ach, guck an. Ich habe viele Glitzerdinge. Riskier mal einen Blick. Dann riskieren wir mal einen Blick. Aha. Wo sehe ich denn, wie viel Geld ich habe? Nirgendwo. Ach, noch da. 224. Das reicht jetzt nicht wirklich. Ich würde sagen, ich komme später wieder. Oh. Oh. Oh, Bogen. Oh, Streitaxt. Nein, nicht Streitaxt. Da besitze ich nicht die erforderliche Stufe. Aber Schwert, Schwert? Nein, Schwert ist scheiße. Schwert mögen wir nicht. Verteidigung. 450 Kröten, 300 Kröten und Stufe 7. Was ein Ja, würde ich gerne. Problem ist, ich habe gar kein Geld. Was bist du für einer? Wette? Herausforderung, Lebenszeit, Punkte. Ach, weißt du, ich weiß jetzt nicht warum, aber ich bin auch gerade ein bisschen klamm. Ach, hier kann ich Tränke kaufen. Alles klar. Und hier kann ich die Stadt wieder verlassen anscheinend. Jo. Okay. Das heißt, es geht weiter in die Mine. Showing. Showing. Safari-Krieger ist sehr intelligent, aber er glaubt an eine ausgewogene Mischung aus Weisheit und sinnloser Gewalt. Den Teil mit der sinnlosen Gewalt. Check. Und seid ihr denn für Onkels? Seid ihr böse Onkels? Nein, ihr seid gute Onkels. Zutritt zur Mine verboten. Schnappt sie euch! Wen jetzt genau? Mich jetzt genau. Ihr habt ja wohl einer nahe Mütze, Jungs. Ich bin hier, um zu helfen. Aber die sind schon mal ein bisschen hartnäckiger als die Viecher eben. Mal 35, mein Gott, da explodiert ja der Punktebaum. Aber das ist wahrscheinlich gewollt. Yay, plus 2 XP. Was ist denn das hier für ein Abenteuer, höre? 2 XP. Oh, Hilfe. Viechers. Okay, hier geht's runter. Weiter runter. Da geht's nicht weiter. Hier geht's weiter runter. Zwerge. Jungs, wir sind Freunde. Nein, sind wir nicht. Okay. Also aufs Maul. Ihr habt es so gewollt. Ich kann auch austeilen, Jungs. Jungs, ist wieder jemand zu Steak geworden. Mein berühmter Steak-Schlag. Er trifft euch alle. Ich verliere noch nicht mal großartig an Lebenspunkte. An Lebenspunkten. Plural. Mal, wenn ich... Ups. Ach. Das sind Freunde von den Grimrocks. Das können wir ja nicht leiden. Können wir das leiden? Nein, überhaupt nicht. Ich habe so das böse Gefühl, dass sie gleich alle kommen werden. Check. Alle.
Die haben Kanonen, mit denen schießt und sie. Was sollte man sonst mit Kanonen machen? Kaffee kochen ist eher nicht so richtig sinnvoll. So. Aber nett, dass sie tatsächlich quasi ins aktive Feld des Kampfes springen. Weil ansonsten würde ich als Spieler das ja vielleicht auch gar nicht verstehen, was da gerade passiert. Zack. Mal 99, verdammt. Hätte ich noch einen mehr gekriegt, hätte ich mal 100 gehabt. So. Naja. Der war ja doof. Ausweichrolle. Aber warum sollte ich eine Ausweichrolle starten, wenn ich den noch auf die Mütze hauen kann? Ah, weil mich sonst die Bahn überfährt. Die Bahn kommt, wie es so schön heißt. So, dann kriegst du jetzt hier auf die Mütze. Und ihr kriegt auf die Mütze. Ich habe ein Schwert gefunden. Aha, ich kann nämlich dem Zug ausweichen, indem ich springe. Ihr könnt nichts, weil ihr doofe Zwerge seid. Das kostet mich tatsächlich gar nicht mal so viel. Hupsch, jetzt hat sie mich aber auch erwischt geraten. Will ich das haben? Nadelkissen freigeschaltet. So, ein Äpfelchen für die Gesundheit und mal gucken, was das Schwert so kann. Nicht viel. Ah, mit dieser Taste sprinte ich ein bisschen. Mit dieser Taste decke ich ein bisschen. Und was seid ihr für blöde Zwerge? Ihr kriegt ja eure eigene Bahn nicht mit. Schalling, 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 immer auf die Fresse. Lalalala. Wobei die Zwerge da im Zweifelsfall ja gar nichts für können. Das ist eine klassische Frage, wie das ist mit den arbeitenden Todessternen, gell? Haben sie es verdient zu sterben, nur weil ihr Arbeitgeber scheiße ist? Ich bin ja der Meinung, dass nein. Au. Würde Bahn mich wieder erwischt. Und du stehst ja noch. Ich dich mal hin. So, das ist Quatsch hier. Tak, tak, tak. Tak, 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 tak. Ups. Der ist ja auch ein bisschen eklig zerspritzt jetzt. Mit Bomben. Ich mag nicht mit Bomben. Aber lustig, wenn sie sich selber dabei zerlegen. Springen wir mal mitten rein ins Getümmel und auf die Fresse gibt es. Trank. Langsam könnte ich ihn tatsächlich mal brauchen. Was seht hier? Ich trinke einen Heiltrank. Ah ja. Stinker.
Warum brennt der Zwerg? Also nicht, dass ich ihm nicht wünsche, dass er brennt. Yeah, wieder ein Steak geschaffen. Ein echt gutes Zwergensteak. 5 Minuten von jeder Seite. So, und hier haben wir eine Axt. Nein, macht weniger Schaden. Minenarbeiter, spinnst du? Den kannst du hier nicht. Der macht schon keinen Ärger. Zumindest solange er in seinem Käfig steckt. Hä? Wollen wir jetzt mal nicht davon ausgehen, dass wir ihn freilassen müssen. Also klar müssen wir das. Das wäre der. Bonzo darf nichts geschehen. Warum immer Bonzo ist. Bonzo, dieses kleine, unauffällige Viech. Warum war das klar, wa? Aber wenigstens nimmt Bonzo genauso Schaden wie die Zwerge. Aufs Maul, ihr Zwerge! Aua! Ein Heiltrank! Ich muss hier mal irgendwie aus der Ecke rauskommen. Die Herausforderung dieses Levels ist tatsächlich da drin zu sehen, dass ich irgendwie mit Zwergen und Monster fertig werden muss. Stelle ich mich doch einfach mit nach einem Kugel mal drauf. Jetzt hat zur Zeit einen Heiltrank getrunken. So. Freund Viech, jetzt bist du dran. Tja. Schrei doch rum! Schrei doch! Schrei doch! Helfen wird's dir nicht! So. Da muss ich wieder wegspringen. Muss ich wieder hinlaufen. Muss ich ihm wieder eins auf die Mütze geben. Jetzt hat er sich wieder selbst ohnmächtig gemacht, was mir natürlich nur zugute kommt. Aufs Maul. Immer schön seine Angriffe parieren. Dabei wegspringen. Das kennen wir ja nun, das Spiel. So, befreite Höhlenbestie. So langsam ist aber hier auch witzig, ne? Nicht. So langsam kannst du einfach mal drauf gehen. So, schreist du da so rum? Wegspringen. Hinspringen. So. Höhlenbestie umgemoscht. So. Schaden 9 auf 14. Das sieht doch mal gut aus. Schaden 10 auf 13. Das sieht doch auch gut aus. Nehmen wir doch beides mal mit. So. Jetzt bin ich natürlich der Schadenskönig vom Herrn. Ja, wie jetzt? Komme ich denn hier raus? Hallo?
Ausgang. Anyone? Anyone? Nee. Ah. Plattformen in unterschiedlicher Tiefenebene. Das ist ja unfair. Oh, und jetzt auch noch Jump-and-Run-Einlagen hier. Wo kommen wir denn da hin? Fledermäuse. Zurück zur Festung. Die Alte wird uns helfen. Ja, ja, ja. Okay, das sieht doch aus, als hätte ich hier mal wieder erfolgreich ein Level. Passt auf. Ha, geschlagen. Sehr schön. Punkte, Punkte, Punkte. Und, Geld? Vielleicht? Oh, jetzt darf ich 4 Punkte verteilen. Geschicklichkeit, Kraft, Verteidigung, Angriff. Klug, wa? Alles gleichmäßig zu verteilen. So. Also dann. Als nächstes wartet also der Monolithwald auf mich. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Let's Play wieder. Bis dahin, zockt viel, zockt schön und tschüss.